Willkommen zu Wetter Extrem, unserer Serie, in der ihr Schritt für Schritt das Wichtigste über den Klimawandel und seine Folgen für uns in Deutschland erfahrt. Wenn ihr verstehen wollt, was hier gerade passiert, müsst ihr euch eine simple Zauberformel merken. CO2. In dieser Folge geht es genau darum. Warum müssen wir uns mit diesem Mist auseinandersetzen und was passiert, wenn wir das nicht tun? Unser Planet Erde. Mittlerweile sind wir über 7 Milliarden Menschen hier unten. Die Bevölkerungszahl ist in den letzten 100 Jahren förmlich explodiert. Ein wesentlicher Grund dafür? Die Industrialisierung. In England ging es los, dann in Europa, Deutschland, Frankreich. Riesige Fabriken entstanden. Menschen strömten zu Tausenden vom Land in die Städte. Falls ihr euch jetzt fragt, was hat das jetzt mit dem Klimawandel zu tun? Ganz einfach. Seit der Industrialisierung ist die Temperatur global angestiegen. Seitdem hat sich das Klima schon um 1,1 Grad aufgeheizt, in Deutschland sogar um 1,8 Grad. Der Grund für die Erwärmung? Wir haben in den vergangenen 150 Jahren immer mehr fossile Stoffe wie Kohle oder Erdöl verbrannt. Damit haben wir immer mehr Treibhausgase, vor allem CO2, in die Luft gepustet. Und zugleich haben wir jede Menge Wälder abgeholzt, die das CO2 sonst hätten speichern können. Bäume und Wälder sind nämlich ein riesiger CO2-Speicher. Sie nutzen das CO2 aus der Luft, um zu wachsen. Sie wandeln das Gas in Kohlenstoff um. Diese Fichte besteht fast zur Hälfte aus Kohlenstoff. In den letzten 100 Jahren hat sie 2,5 Tonnen CO2 aus der Luft gesaugt und in Holz umgewandelt. Wenn wir dieses Holz allerdings jetzt verbrennen, setzen wir das CO2 in wenigen Minuten wieder frei. Das gleiche passiert, wenn wir Kohle oder Erdöl verbrennen. Warum reagiert unser Planet so empfindlich auf diese Gase? Warum ist unser Verhalten so ein Problem? Treibhausgase wie CO2 oder Methan hat es doch auch schon vor der Industrialisierung gegeben. Stimmt, sie sind ein natürlicher Bestandteil unserer Luft. Gucken wir uns die doch mal genauer an. Luft besteht zu 78% aus Stickstoff und zu 21% aus Sauerstoff. Knapp 1% sind Edelgase. Und wo sind da bitte die Treibhausgase? Hier. CO2 wäre so groß wie ein Zuckerwürfel in unserer Säule. Weniger als ein halbes Promille. Und trotzdem hat es einen gewaltigen Effekt auf das Klima. CO2 ist ein Treibhausgas. Es gibt noch andere, wie zum Beispiel Methan oder Lachgas. Sie heißen Treibhausgase, weil sie Sonnenwärme in unserer Atmosphäre speichern. Ohne sie wäre es bei uns auf der Erde 33 Grad kälter. Deutlich wird die Macht der Treibhausgase, wenn wir uns mal andere Planeten anschauen, die einen viel höheren CO2-Gehalt in der Atmosphäre haben. Die Venus ist wie ein Schwesterplanet der Erde. Sie ist näher an der Sonne, auch deshalb ist es hier heißer als bei uns. Aber die Atmosphäre besteht zu 96% aus CO2. Dadurch heizt es sich hier auf über 400 Grad auf. Bei uns auf der Erde hat der CO2-Anteil in der Luft immer wieder geschwankt. Allerdings hat der Mensch die Treibhausgaskonzentration in sehr kurzer Zeit kräftig erhöht und unseren Planeten in eine Art Fieberzustand versetzt. Wenn wir aber so weitermachen wie bislang, werden wir die CO2-Konzentration in diesem Jahrhundert mehr als verdoppeln. Unsere Erde wird sich also erstmal weiter aufheizen. Die Folgen? Dürren, Überflutung riesiger Küstengebiete, Millionen von Klimaflüchtlingen. Wenn wir all das wissen, warum blasen wir dann immer noch mehr von dem gefährlichen Treibhausgas in die Luft? Warum tun wir so, als hätten wir noch eine zweite Erde, auf die wir jederzeit umziehen können? Weil wir gar nicht merken, wann wir wie viel CO2 produzieren. Wir können das Zeug leider nicht riechen, nicht hören und nicht sehen. Der Rauch aus diesem Kohlekraftwerk ist voller CO2, aber der Rauch verfliegt nach ein paar Minuten. Er scheint sich für uns in Luft aufzulösen. Gase wie CO2 sind unsichtbar. Das heißt also, die Bedrohung ist gar nicht offensichtlich. Wenn sich der Himmel dabei so hässlich bräunlich einfärben würde, dann würden wir Menschen sofort reagieren. Vielleicht hilft es uns, wenn wir diese unsichtbare Gefahr endlich mal sichtbar machen. Dafür brauchen wir jetzt erst einmal ein bisschen Platz.
Ich bin ungefähr 1,90 Meter groß. Ein Kilo CO2 wäre ungefähr ein Würfel von 80 cm Höhe oder eine Kugel von etwa 1 Meter Durchmesser. Das ist jetzt mal unser Maßstab. Was schätzt ihr, wie viel CO2 ihr auf 100 Kilometer ausstoßt, wenn euer Auto so etwa 5 Liter schluckt? Keine Ahnung, macht nichts. 13 Kilo. So viel hochverdichtetes CO2 verteilt ihr bei einer 100 Kilometer langen Autofahrt in der Luft. Die erste gute Nachricht: Wir haben unseren CO2-Ausstoß in Deutschland schon etwas reduzieren können. In Deutschland stoßen wir heute etwas weniger als 1 Gigatonne pro Jahr aus. Unsere selbst gesteckten Klimaschutzziele für das Jahr 2020 werden wir allerdings verfehlen. Einfacher wird's, wenn wir diese riesengroße Menge einfach mal auf alle von uns verteilen. Die Mengen sind gewaltig. Eine Tonne CO2 wäre eine Kugel mit einem Durchmesser von 10 Metern. Pro Kopf lagen wir in den letzten Jahren bei ungefähr 10 Tonnen CO2. Im weltweiten Vergleich sind wir damit immer noch ziemliche Klimasünder. Wir Deutschen müssen runter von unseren 10 Tonnen CO2. Bis ins Jahr 2050 dürften wir eigentlich nur noch 2,3 Tonnen pro Jahr pro Kopf ausstoßen. Das ist sozusagen unser restliches Budget. Wenn ihr jetzt sagt, wir sind popelige 83 Millionen, was können wir schon bewirken? Wir sollten unseren Einfluss hier nicht unterschätzen. Wir sind die viertgrößte Wirtschaftsmacht weltweit. Denkt mal an Katalysatoren, Solarenergie, Windkraft. All diese Technologien sind zum Teil in Deutschland entwickelt worden. Und noch was. Wir haben unseren CO2-Ausstoß schon reduziert. Wir können ganz schön was leisten und haben eine Vorbildfunktion. Wenn ihr rausfinden wollt, wo wir bei uns in Deutschland das meiste CO2 einsparen könnten, dann schaut euch unbedingt die dritte Folge unserer Serie an. Wie denkt ihr über Klimaschutz? Macht ihr euch Gedanken über CO2 oder haltet ihr das alles für Quatsch? Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Abonniert unseren Kanal oder schaut in die Playlist für die anderen Folgen aus unserer Klimaserie.